Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute die erste Folge von LS Tirol und ja, ich bin gerade mit einer Fähre angekommen. Meine Eltern sind leider verstorben und die haben mir einen Hof hinterlassen. Und ja, da steht ein Auto. Das gehört wahrscheinlich auch mir, muss ich schauen, weil ich habe Schlüssel bekommen und eine Karte. Und ja, schauen wir mal, was da alles gibt in diesem Dorf. Ja, der Schlüssel passt. Nein. Falls man es hämmern hört, dann liegt es daran, dass meine Nachbarn irgendwie was machen. Hämmern oder sowas. So. Wo sind wir jetzt schon wieder? Hier. Und wir müssen darauf. Ja, versuchen wir es mal. Weil ich habe den Hof noch nie gesehen. Also, doch als kleines Kind, aber dann bin ich zu meinen Großeltern gezogen. Und dann bin ich nicht mehr hergekommen. Ich kenne mich da gar nicht aus. Ich habe alles vergessen. Wartet kurz, ich mache den Tempomaten kurz, aber. Ich muss halt das perfekte Tempo finden. Ich glaube, wir sind schon da. Das kommt mir sehr bekannt alles vor. Ja, der alte Fan von meiner Mutter. Ja, ich glaube, das ist der Hof. So, dann schauen wir mal, da ist noch ein Fan. Und Badewagen. Anhänger, Mähberg. Ich kann mal da direkt mehr haben.
ich da nicht immer so mal tun. Ah, ein Flug und. Ne? Ja, ein Flug und ein Grober. Gibt's hier sonst noch was? Ich glaube nicht. Viele, viele Stellen. Aber ja. Wir müssen jetzt auch mal anfangen, richtig arbeiten, weil ohne Geld, was macht man da? Warte, Ding. Schau mal kurz in den Katalog, weil davon habe ich auch einen bekommen. Ja, theoretisch bräuchten wir noch eine Seetechnik. Drei Meter. Ach, komm was. Ja, holen wir, kaufen wir die. Und ein Big Pack Saatgut. Fahren wir mit dem jetzt gleich runter. Und holen die Seemaschine. Aber zuerst parken mit denen ordentlich ab. Schauen wir nochmal auf die Karte. Nee, das war gar nicht dumm. So. Jetzt haben wir auch ein bisschen Kohle.
Achso, nein. Wie geht's zum Händler einfach immer geradeaus? Ja, da muss ich halt wieder zurückfahren. Warte. Schon überlegt, weil jetzt haben wir ja schon mehr Geld. Schauen wir mal in den Katalog bei mittelgroßen Traktoren. Natürlich voll. Mit Frontlader aufbauen. So. Was wir danach brauchen, ist Ballentechnik. Da haben wir schon wieder 335.600 Euro ausgegeben. Aber haben jetzt auch immer mehr als vorher. Aber Leute, wie wir die Maschinen abholen und so weiter, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann, bleibt ciao. Ciao, ciao.